Sie haben also begonnen, eine Parteikarriere zu machen, eine journalistische Karriere zu machen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie, dass Ihnen sehr vieles leid tut, was Sie damals, oder einiges leid tut, was Sie damals gemacht haben. Geschrieben haben. Geschrieben haben. Was haben Sie sich vorzuwerfen? Naja, ich habe mir vorzuwerfen, dass ich eben diese ganze Propaganda... War das schon die Rakosi-Zeit? Ja, dass ich die Propaganda damals als junger Mann mitgetragen habe. Zum Beispiel, ich habe Artikel geschrieben, später sogar eine Broschüre gegen Jugoslawien. Weil da war es der Titoismus. Und deshalb wurde ich dann später, nachdem ich Wien war, ein großer Anhänger des jugoslawischen Weges. Das heißt, ich versuchte das insofern gut zu machen, dass ich vielleicht zu optimistisch die Entwicklung in Jugoslawien betrachtet habe. Ich habe die Dummheiten und all das, was man damals war, nicht in der Innenpolitik, das war mein Glück, ich habe nur über außenpolitische Themen geschrieben, aber das war natürlich ein vorgefasste Meinungen und das war kein freier Journalismus natürlich.